bist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Kurz das Böse nennt dein eigentliches Element. Bertha? Wanderjahre? Kampagne in Frankreich? Italienische Reisen? Briefe aus der Schweiz? Gedichte! Goethe ist ein Heiligtum! Auf 4 italienischen Reisen habe ich ihn begleiten dürfen. Müssen. Dürfen. Oder waren es doch nur 3? Oh nein, in Karlsbad war der auch. Hier steht's, Kapitel 18, der Dichterfürst in Karlsbad und seine Bedeutung für die alkalischen Naturwässer des Königreiches Böhmen. Jetzt werde ich am Ende durchfallen, weil der Geheimrat Verstopfung gehabt hat. Gut. Gedicht. Du wirst mir zugeben, sagte Albert, dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Ja. Ich bin heute einkaufen gewesen und kein Schwein hat mich erkannt. Kennen Sie mich? Ja. Kennen Sie mich? Ja, da bin ich. Gerade groß und gold. Okay. Wer bin ich? Irgendjemand eine Idee? Bitte. Wer bin ich? Aber dann kam Goethe. Und der hat das als nächstes aufgeschrieben. Ja. Ach was, aufgeschrieben. Abgeschrieben hat er das, wie er sowieso ständig abschreibt. Hier, Clavigo, kennen Sie? Ja, bestes Beispiel. Kennen Sie die Geschichte von Clavigo? Nein? Ja, hat er so in so einem intellektuellen Zirkel, ja, intellektueller Zirkel, er wollte eine schöne Frau beeindrucken, ja, sagte, ich schreibe in einer Woche ein Stück. Was macht der dumme Kerl? Ja, geht die Wette ein, geht nach Hause, stolpert über die Reisetagebücher von Beaumarchais, schreibt ein paar Zeilen dazu, nennt es Clavigo und setzt seinen Namen drunter. Abgeschrieben hat er. Abgeschrieben. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Ja, wenn ich mal Goethe selbst zitieren darf. Ich habe oft geerntet, wo andere gesät haben. Mein Werk ist das Werk eines Sammelwesens und es trägt den Namen
Goethe. Da hat der auch noch falsch abgeschrieben. Nicht mal abschreiben kann der. Da hat er mich verlieren lassen. Da gibt's doch dieses berühmte Zitat. Faust 2. Ja, Faust liegt im Stern. Und sagt, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Das ist der Code, meine Wette ist gewonnen. Seine Seele gehört mir. Und was macht der Gott von Goethe? Der schickt seine Engelscharen auf die Erde, die machen einen Haufen Tam-Tam und entführen die Seele. Die entführen die, verstehen Sie? Entführen! Entführen! Ja, werden also zwei Engel um mich rumstehen und mich ablenken. Ja, was ist denn das? Das ist doch ein Skandal. Ein Skandal ist das doch. Ja, das ist eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, was das für eine großartige Frechheit ist. Das hat keine Eier. Das ist ein ganz billiges Happy End. Dass der Goethe heute den Leuten nur gefallen. Das ist Provinz. Ja, das ist Provinz. Und Goethe ist auch Provinz. Und Provinz mach ich nicht mehr. In der Konzeption gescheitert, am Goethe gescheitert, im Leben gescheitert, im Off-Off-Theater gescheitert. Ja, das Paradies, die Hölle, steht mir offen. Kein Zweifel mehr. Ich trete ans Himmelstor, zu seinen Armen hebt er mich empor. Ich trete ans Himmelstor, zu seinen Armen hebt er mich empor. Empor! 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 Empor, 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 empor! Empor? Empor, 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 Missmut, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere belasten es nun in schwuler Atmosphäre. So klingt denn hin. Und fließt unaufhaltsam. Geht doch zu Rudolf Steiner! Sie trennen mich! Und richten mich zugrunde. Gott, Goethe, was auch immer. Amen. Du, o Herr, dich wieder einmal nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde. Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde.